Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal Spirit Rock Music. Heute geht es um Bob Dylans Oh Sister. Ein wesentlicher Grund für die Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan 2016 dürfte sein, dass viele seiner Songs auf mehreren Ebenen verstanden werden können. Ein gutes Beispiel dafür ist meines Erachtens Oh Sister, 1975 aufgenommen und auf der Rolling Thunder Review live gespielt. Im Januar 1976 auf dem Album Desire veröffentlicht. Oh Sister wurde, wie die meisten Songs auf Desire, gemeinsam mit Jacques Levy geschrieben. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es geht um entfremdete Geschwister. Ein Bruder spricht seine Schwester an. Zitat aus dem Songtext: Oh Sister, when I come to lie in your arms, you should not treat me like a stranger. Also, oh Schwester, wenn ich in deinen Armen liege, solltest du mich nicht wie einen Fremden behandeln. Oh Sister, am I not a brother to you and one deserving of affection? Bin ich nicht ein Bruder für dich und einer, der Zuwendung verdient hat? Oh Sister, when I come to knock on your door, don't turn away, you'll create sorrow. Wenn ich an deiner Tür klopfe, wende dich nicht ab, du wirst Leid hervorrufen. Die Schwester weist ihn also kalt ab. Haben sich die Geschwister entfremdet? Gab es einen Konflikt in der Vergangenheit? Der Bruder strebt eine Harmonisierung ihres Verhältnisses an, doch die Schwester ist dazu nicht bereit. Es könnte sich auch um ein Liebeslied handeln. Einige Zeilen passen nicht so recht in das Bild der beiden als biologische Geschwister. Es gibt eine Referenz zum Vater, wobei das englische Father großgeschrieben wird, während Brother und Sister der üblichen Kleinschreibung folgen. Auch das His in der zweiten Strophe in Follow His Direction wird großgeschrieben. Das weist auf den göttlichen Vater hin. Wieder Zitat aus dem Songtext: Our father would not like the way that you act, and you must realize the danger. Also unserem Vater würde es nicht gefallen, wie du dich verhältst, und du musst dir der Gefahr bewusst werden. And is our purpose not the same on this earth, to love and follow his direction? Und haben wir nicht die gleiche Lebensaufgabe, zu lieben und ihm zu folgen? So gesehen könnte der Song dem Love and Peace Lebensgefühl entsprechen. Jeder kann, zumindest theoretisch, jeden lieben. Alle Menschen sind verbunden. Im Grunde sind wir alle Kinder Gottes. Wir sind auf Erden, um zu lieben. Warum also verwehrt sich die Seelenschwester? Eine weitere Deutungsebene des Songs liegt in dem Verhältnis von Bob Dylan und Joan Baez. Manche interpretieren Dylans Werke in Richtung biografischer Bezüge. Joan Baez war Anfang der 1960er Jahre noch bekannter als Dylan und förderte ihn als Gastsänger auf ihrer 1963er Tour. Die beiden wurden ein Liebespaar. Auf Dylans 1965er England-Tour nahm er sie hingegen nicht mit auf die Bühne. Sie fühlte sich vernachlässigt und die Beziehung ging in die Brüche. Im April 1975, also 10 Jahre später, erschien Diamonds and Rust von Joan Baez, ein Song, in dem sie die gescheiterte Beziehung zu Dylan thematisierte. Oh Sister könnte man als Antwort darauf verstehen, Baez als die verbitterte Seelenschwester. Zu dieser Interpretation passt, dass Baez 1976 den Song Oh Brother veröffentlichte, der wiederum als Antwort auf Dylans Oh Sister verstanden werden kann und bittere Zeilen enthält. Einige Zitate: You've done dirt to lifelong friends with little or no excuses. Also, du hast schlimme Dinge, Dreck getan gegenüber lebenslangen Freunden, ohne oder mit sehr geringfügiger Entschuldigung. Who endowed you with a crown to hand out these abuses? Wer hat dich in diese Position versetzt, also dir diese Krone aufgesetzt, dass du so einen Missbrauch ausüben konntest? So, little brother, when you come to knock on my door. Also, kleiner Bruder, wenn du an meine Tür klopfst, I don't want to bring you down. Ich möchte nicht, dass du schlecht drauf bist. But I just went through the floor. Aber ich bin gerade
durch ein tiefes Tal gegangen, durch den Boden wörtlich. My love for you extends through life and I don't want to waste it. Ich liebe dich so, dass es ein Leben lang anhalten wird und ich möchte diese Liebe nicht vergeuden. But honey, what you've been dishing out, you'd never want to taste it. Aber ehrlich, Liebster, was du so alles ausgeteilt hast, würdest du selbst nie schmecken wollen. Soweit also zu den biografischen Bezügen. Aber mein Schwerpunkt, wie ihr vermuten werdet auf diesem Kanal, ist natürlich die spirituelle Ebene. Und da sehe ich den Song als den Geistaspekt, der sich an den Seelenaspekt wendet. Und das ist etwas, was man nicht häufig in der Rock- und Popmusik findet. Biografische Bezüge in Dylans Werk zu suchen, kann trügerisch sein. Immer wieder hat er mit Erwartungen seiner Fans gespielt und sie systematisch enttäuscht. Und selbst wenn persönliche Erlebnisse Themen seiner Songs anstoßen, muss das nicht heißen, dass sie nicht auf eine höhere Ebene abzielen. Die dritte Strophe sprengt den Rahmen einer zwischenmenschlichen Liebesbeziehung. Zitat: We grew up together, from the cradle to the grave. We died and were reborn and then mysteriously saved. Die beiden wuchsen zusammen auf. Das mag ja noch zu biologischen Geschwistern passen. Allerdings von der Wiege bis zum Grab. Weiter starben sie und wurden wiedergeboren und auf mysteriöse Weise gerettet, erlöst. Manche sehen in diesen religiösen Bildern eine Vorstufe zu Dylans christlicher Trilogie, zu der die Alben Slow Train Coming von 1979, Saved von 1980 und Shot of Love von 1981 gezählt werden. Und ich habe auch einen Beitrag zu dem Song Saving Grace auf diesem Kanal. Für mich ergeben die eben zitierten Zeilen Sinn, wenn man sie auf die Ebenen der Seele und des Geistes bezieht. Der Geistaspekt ist ohnehin unsterblich. Er kann lediglich latent sein. Auch die höheren Seelenwerte gehen beim stofflichen Tod nicht verloren. In der nächsten Inkarnation kann die Seele am bereits Erreichten anknüpfen. In einigen spirituellen Traditionen gilt das Ziel des Menschseins als erreicht, wenn die Seele sich mit dem Geist verbindet, so etwa in der geistig verstandenen Alchemie oder in einer Deutung des Gralsmythos, den man bis ins alte Ägypten und Hermes Trismegistos zurückführen kann. Der Geist ist eine allgegenwärtige göttliche Kraft. Doch er kann nur dann im Menschen wirksam werden, wenn das Verbindungsglied zwischen Geist und Körper, also die Seele, dafür bereit ist. Aus diesem Blickwinkel kann man O Sister als Ruf aus der geistigen Welt verstehen, der sich an die Seele richtet und sie auffordert, sich ihm hinzugeben. Noch ist sie nicht bereit dafür, noch hängt sie an irdischen Bindungen, noch ist weitere Läuterung erforderlich. So kann man die Warnungen in der ersten und vierten Strophe spirituell verstehen. Our father would not like the way that you act, and you must realize the danger. Die Seele, die sich dem Geist verweigert, verletzt die göttlichen Gesetze. Das erinnert an die biblischen Worte: Die Seele, die sündigt, soll sterben. Das finden wir bei Hesekiel 18. Nüchtern betrachtet ist das keine Drohung, sondern eine Beschreibung des sterblichen, von Gott getrennten Menschen, mit der Verheißung, dass dieser Zustand überwunden werden kann. Die Gefahr besteht nun darin, das Leben zu beenden, ohne das Ziel, also die Geistbindung, verwirklicht zu haben. Dazu passt die Zeile aus der vierten und letzten Strophe. Don't turn away, you'll create sorrow. Wenn du dich weiterhin vom Geist abwendest, wirst du weiterhin Leid und Karma schaffen. Nochmal ein Zitat aus dem Songtext.
Oh sister, when I come to knock on your door, don't turn away, you'll create sorrow. Time is an ocean, but it ends at the shore. You may not see me tomorrow. Und gerade diese vorletzte Zeile, Time is an ocean, but it ends at the shore, hat offenbar viele Dylan-Fans beeindruckt. Ein treffender YouTube-Kommentar von Swami7774 lautet: Ich würde alles dafür geben, eine solche Zeile schreiben zu können. Für mich deutet sie eine Befreiungsmöglichkeit an. Wer in der Zeit gefangen ist, ist vergänglich. Die Seele kann sich von der vergänglichen Welt lösen und in die Ewigkeit eingehen. Und die Ewigkeit ist hier nicht als Verlängerung der Zeit in uns ins Unendliche gemeint, sondern als völlig andere Lebenssphäre. Bildlicher gesprochen, das Meer des irdischen Lebens mit all seinen Erfahrungsmöglichkeiten kann durchquert werden. Wer festen Boden unter den Füßen gewinnt und das neue Land, die Welt der neuen Seele betritt, verlässt das Reich der Vergänglichkeit. Die Herrschaft der Zeit endet dort. Ein weiterer Grund für den Literaturnobelpreis dürften die vielen Möglichkeiten sein, Bezüge zwischen Dylan Songs herzustellen. So ist Dylans Werk ein verflochtenes Gesamtkunstwerk, weit mehr als eine Sammlung einzelner Songs. Die Zeile »Time is an ocean, but it ends at the shore« assoziiere ich mit der Zeile »People don't live or die, people just float« aus dem Song »Man in the Long Black Coat«. Die Menschen kennen das echte Leben nicht. Sie kennen das Ufer des neuen Lebenszustandes nicht. Sie treiben auf dem Meer der Zeit. You may not see me tomorrow. Der Geist ist zwar ewig, doch die Zeit der irdischen Seele, sich mit ihm zu verbinden, ist begrenzt. Und den Vorbereitungsprozess der Seele auf die Geistbindung finde ich auch sehr gut beschrieben in diesem traditionellen Lied Scarborough Fair, zu dem es auch einen Beitrag auf diesem YouTube-Kanal gibt. Schließlich noch zur Frage, gibt es eine oder zwei Seelen? Wer spirituelle Prozesse und spirituelle Schriften mit dem rationalen Verstand angeht, kann an vielen Stellen auf Widersprüche oder vermeintliche Widersprüche stoßen. Und dazu zählt auch die Frage, eine oder zwei Seelen? Viele werden vielleicht an Goethes berühmte Worte aus dem Faust denken. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Also eine irdische, vergängliche und eine unsterblich geistige Seele. Hier in diesem Lied aus Sister hingegen klingt es nach einer Seele, die sich zwischen dem irdischen und dem geistigen Leben entscheiden muss. Karl May nannte diese Sphären Ardistan und Dschinnistan übrigens. Meines Erachtens ist es eine Frage des Blickwinkels, ein sowohl als auch. Wir tragen beide Anteile in uns und wenn es gut steht, erfolgt eine allmähliche Reinigung, bis der spirituelle Seelenanteil so weit überwiegt, dass er die Leitung des Lebens übernehmen und sich schließlich mit dem Geist verbinden kann. Und zu dieser Perspektive passt die Schrift, die Hermes Trismegistus zugeschrieben wird, Ermahnung der Seele. Ja, und das war's zu diesem Song. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den Song einschätzt, ob er euch gefällt, was ihr von diesem Interpretationsvorschlag haltet. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Alles Gute für euren eigenen Weg. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt gerne Gefällt mir, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das hilft immer. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.